Ja, ich hab dich euch schön gemacht. Ja, weil die Leute sagen immer, ich soll jetzt mal ein bisschen zu meiner Weiblichkeit stehen. Ich würde immer so burschikos rüberkommen und soll immer zeigen, dass ich auch eine Frau bin. Nicht nur immer davon reden. Ja, und ich finde diesen Effekt auch toll, wenn man so rauskommt, ja, und alle, die, wie ihr eben jetzt gerade, ja, aber danach, finde ich, steht man immer so rum. Ja, man steht so rum und kann sich im Grunde in dem Scheißfummel überhaupt nicht bewegen. Ja, weil ihr habt ja gesehen, ich mache gerne mal so auf. Ja, oder ich bewege mich eben wie eine normale Frau sich heutzutage bewegt, immer auf der Suche nach Mehrwert, ja? Ich bin ja schnell unterwegs. Da ist man, ja, da ist ja von einer Ecke zur anderen, da gibt es überhaupt keine Ruhe mehr. Ja, und das, wie sieht das denn aus in so einem Kleid? Und mir geht es so, dass ich so rumlaufe und plötzlich denke, ach jetzt, eine Rolle rückwärts. Ja, und dann machst du dritte. Ja, oder ich sitze ja auch gerne mal in der Kneipe. Ja, also was bleibt mir übrig? Und normalerweise würde ich in der Kneipe, an der Bar, würde ich so da sitzen. Aber da denkt natürlich jeder sofort, die hat's nötig. So, also musst du jetzt versuchen, was du jetzt mit deinen Beinen machst. Ja, mit den Gräten. Wo die jetzt irgendwie, wie die jetzt, wo die hinkommen. Ja, so dass du aber immer irgendwie noch bequem da irgendwie sitzen kannst. Und ich weiß, ich hab's nicht drauf. Ja, ich weiß auch nicht. Sehr schön. Ich, findest du schön? Ja. Ja, aber. Ja, sieht vielleicht gut aus, aber fühlt sich nicht gut an. So ist das oft im Leben. Können wir alle klatschen, die ihren Partner bei Tinder kennengelernt haben? Ja? Kann man doch heutzutage sagen. Habt ihr euch bei Tinder kennengelernt, ihr Mädels? Nee, auch nicht. Ja, aber gehen doch jetzt alle immer zu Tinder hin. Also, ja, ich überlege auch schon, ob ich mal hingehen soll zu Tinder. Ja, das soll ja so schön unkompliziert und easy und unverbindlich alles sein. Ja, mit schnellem Mehrwert eben. Ja, wobei es böse Zungen gibt, die sagen, manche Männer gehen nur hin, weil sie zu geizig sind für den Puff. Wie ja, das stimmt. Ja? Und da soll man ja auch jetzt den potenziellen sozusagen vollendeten Sexualpartner, wird man dann auch schnell und unkompliziert und easy und unverbindlich wieder los, habe ich gehört. Ja, das soll bei Tinder sehr gut sein. Also das Einzige, was mich bei Tinder reizen würde, ist, dass man sieht, wie weit die Leute weg sind. Ja, ja, also ich will jetzt nicht durch die ganze Stadt, verstehst du? Oder sag ich, halt hier 20 Meter. Nee, so weit geht nicht. Ansonsten stelle ich mir so ein Tinder-Date ganz schön anstrengend vor. Ja, weil man trifft ja dann doch im Grunde einen wildfremden Menschen. Ja, also, und im Grunde klopft man sich dann gegenseitig ab auf sexuelle Kompatibilität. Weil man ist ja nicht dahin gekommen, weil man jetzt Freunde sucht. Ja, also mit denen man besonders gut reden kann. Das ist ja nicht der Grund. Ja? Also würde ich mir dann soweit hier anziehen wahrscheinlich, weil ich denken würde, naja, jetzt dann muss er auch nicht die Katze im Sack. Sondern nimmt er eben jetzt die Katze im Glitzersack. Ja, und dann käme er eben rein, ich wäre schon zu früh da, das ist ungünstig, egal. Ich hätte schon einen mir, ja, und, naja, und er kommt rein und dann kommt so ein Mann rein, der entfernt Ähnlichkeit hat, wie mit dem Bild. Und dann würde ich sofort denken, ich brauche einen Schnaps. Dann würde ich mir einen Schnaps bestellen und dann hat er ja jetzt schon gelernt, dass man vorher mit Frauen dann doch auch reden muss. Und dann fängt er an zu reden. Ja, und dann sagt er, was er alles schon geschafft hat im Leben und wo er schon im Urlaub war und was für Musik er hört und welches Buch er gelesen hat. Und du denkst dir, ich brauche noch einen Schnaps.
machen wir gleich einen Doppelten. Und er erzählt weiter. Ja, also wie sich sein Leben jetzt ändert. Und du? So, das Gute ist, er hat es ja nicht gemerkt. Weil er ist jetzt voll in Fahrt. Er erzählt, und du denkst, wie komme ich jetzt in Würde wieder auf diesen Schirmelhof? Währenddessen erzählt er, wie sein Leben sich jetzt verändern wird. Dass er jetzt wirklich mal nur noch an sich denkt. Ja, jetzt müssen die anderen sich mal hinten anstellen. An sich und an seinen Körper, denkt er. Was der Grund ist, warum er heute hier ist. Und dass er jetzt auch mal auf jeden Fall seine Ernährung umstellen möchte. Vielleicht mal weniger Fleisch essen. Aber jetzt hat er das Problem, dass er nicht weiß, wie er jetzt mit den Eiweiß machen soll. Mit den Proteinen. Weil das fleischliche Eiweiß ist dem pflanzlichen Eiweiß überlegen. Und jetzt weiß er nicht, wie er das mit den Kichererbsen hinkriegen soll. Und am Ende sitzt er dann eben doch so da.